als Spiel. Wer ist das? Vincents rechte Hand. Mila, ich riskiere nicht das Leben meiner Männer für ein paar Relikte. Diese Relikte könnten Matos zu seiner nächsten Erfindung verhelfen. Also verlade sie oder werde mit ihnen begraben. In einer Stunde haben wir alle Kisten im Laster. Weise Entscheidung. Suchen wir einen Weg um den Zaun herum. Oder hindurch. Gute Idee. Vielleicht überzeugst du den Mann, uns zu helfen. Ich lehre dich Schattenspringen. Finde dein Ziel. Und wisse, die Distanz zwischen euch ist eine Illusion. Konzentrier dich. Und dann spring. F. Okay. Hätte ich eh machen sollen, ne? Ja. Das war so dumm, das hätte ich eh machen sollen. Beim Springen. Aber ich habe den Scharfschützen nicht gesehen. So mächtig. Genau deshalb ist es gefährlich. Setze es nur ein, wenn deine Not größer ist als der Preis. Ja, hier ist ja ein Brief. Was haben wir denn? Reka, die Stulpen. Sie deuten auf ein Zeichen in der Nähe hin. Ein Zeichen? Flaschenpost im Meer aus Arm. Hinterlassen von Questoren als Hilfe für kommende Generationen. Ich zeige dir, wie du es findest. Versuche, in den Bruch zu spähen. Was sind die Anführerin von ihm? Ich sehe kleine Armflocken. Sie fließen. Folge ihm. Sie werden dich zu dem Zeichen führen. Da lang. Da kommen wir schon nicht hin. Ah, okay. Danke. Es gibt zwei Arten von Zeichen. Die erste wird vom Sahin-Symbol der drei Körper repräsentiert. Sie erlaubt dir, mehr Arm aus dem Bruch zu ziehen. Der Lebensbaum symbolisiert die zweite Art. Sie stärkt deine Lebenskraft. Ah ja. Aruna, halte die Augen nach beiden Arten offen. Denk dran, du kannst Schatten springen. Das verschafft dir die Oberhand. Vielleicht kommt sie auf uns zu. Ich sehe nach. Himmel, bist du wach? Sie ist wieder da. Ich lasse sie nicht aus den Augen. Ich bin direkt vor dir. Genau. Wie kann man denn schießen, wenn ich direkt vor dir bin? Obwohl das schwer aufladen. Ich habe aber übrigens auf normal, ne? Jetzt fühle ich mich besser. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier weiter, ne? Ja, ist hier was? Ne, ne? Ja, die Performance nicht so beschissen. Also. Wie ein Licht, dieses das ich Gehen aus dem und die Mimik und so, dann wäre es echt ein geiles Oder Spiel. Ein verhalltenes Echo.
Hörst du das? Echos. Der Widerhall einer fernen Vergangenheit, durch den Bruch in den Fels graviert. Wie Schall auf einer Wachswalze. Wenn deine Verbindung zum Bruch stärker wird, wirst du sie leichter wahrnehmen. Ich glaube, es geht noch nicht richtig, ne? Kommst du? Dann müssen wir welche Sachen sammeln, glaube ich. Hat die Alex gesagt. Wir nähern uns dem Wespennest. Jetzt müssen wir still sein. So still wie ein Lamm. Das reißt mir mal. Oh, ist der hinter mir am Laufen. Das ist ein Pedo. Wunderschön verarbeitet. Furchtbare Botschaft. Okay, dann geht's weiter. Wir haben auch, glaube ich, nicht hier. Was in aller Welt machen die hier? Ich weiß auch nicht, wie lange ich aufnehme, weil ich weiß nicht, wie lange mein PC das aushält. Ich habe immer das Gefühl, dass er auseinanderbricht. Ich bezweifle, dass wir noch lange unentdeckt bleiben. Denk an alles, was ich dich gelehrt habe und setze es ein. Ich werde dich nicht enttäuschen, Rekka. Aber das ist doch mal gut, Alter. Der Sandsturm wird schlimmer. Konzentrier dich, Arona. Uns passiert nichts. Wer ist denn gesehen? Das Pokerspiel heute fällt ins Wasser. Morgen und Gift. Asozial, ne? Sein eigener. Ich hab's nicht so mit Schleichen, sorry. Was geht jetzt ab? Okay, ich komme in 2 km/h Schritt. Oder 1 km/h. Da sind wieder welche. Ja, was geht? Ich hab den Bock, um zu sammeln. Ich weiß nicht wieso. Geht nicht. Komm. Sturm können die uns ja auch nicht sehen. Aber was machen die denn da draußen und nicht drinnen? Also ich würde mich doch einfach da drinnen verziehen. Zumindest.
Wir müssen in Deckung gehen. Ja, ich folge dir, ne? Zum Glück warst du da. Ich kenne mich hier nicht aus. Ja. War schon die 100 Mal hier, denke ich mir mal, weil du alles kennst. Tun. Hey, ich habe im Leben schon viel alleine gemacht. Das weiß ich doch, Kind. Aber das Leben wirbelt deinen Kompass manchmal durcheinander. Dann musst du ihn neu ausrichten können. Oh. Hm, das ist leicht. Mein Kompass zeigt zu dir. Ja, das ist ein da vorne. Hier ist kein Loch hier. Da ist die Frage, wie ich da hinkomme. Man kann die sich hier durchzwängen. Aber hier geht's nicht. Ah. Das ist eigentlich so easy. Ich denke mir komplizierter als es ist. So. Weiter geht's. Wir haben keine Zeit, Kind. Aber wieso? Finden wir mal einen Weg aus dieser Höhle. Gehen wir weiter. Die Gestalten in den Kutten. Sind das die neuen Unbekannten? Die neuen. Sie waren Sahin, nicht wahr? Reika? Die neuen galten als die Weisesten unter den Sahin. Doch manche würden sagen, sie repräsentierten auch den Hochmut, der zu ihrem Untergang führte. Hochmut kommt vor dem Fall. Sie glaubten, sie könnten die Zyklen der Zerstörung bezwingen. Heute liegen die Überreste ihres Volkes in aller Welt. Und sie ist aber auch pünktlich da. Am Ende wurden sie von Angst übermannt. Da vorne ist ein Weg nach draußen. Oh. Na gut. Einen anderen Weg haben wir jetzt nicht. Neue Seite der Reise. Der Sturm hat so viel zerstört. Und doch hast du ihn durchquert. Okay. Jetzt kommen wir endlich mal mit neuen Szenarien, oder was? Ich meine, die Gegner werden bestimmt sich nicht ändern. Das wird immer so sein. Aber zumindest ein bisschen andere Designs, Level-Designs. Wären nicht schlecht. Bisher ist alles so. Wieder die so lala. In den Kutten. Was Vincent sucht, hat das auch mit... Es wird Zeit, dich daran zu erinnern, dass du mich nur begleitest. Aber, Reika, Schluss mit den Fragen. Ob ich da hinfalle oder... Mein Gesicht. Voll unter die Brille. Ja.
Unterschied gemacht habe. Ich habe mich vertippt. Ich bin erstens voll gerannt auf den zu. Da waren jetzt die gut. Und dann das. Oh shit. Da habe ich gemerkt. Also gut. Stellt ihr die aus Sicherheit des Gründen. Was ist mit der Musik, Alter? Was machen die denn da auch? Was machen die? Die suchen hier irgendwas. Da ist einer begraben. Oh nein. Warum bleibt denn das so beschissen? Geht da vor sich. Ach du Heiliger. Was ist das hier? Verfluchtes Land. Du wirst hier bleiben. Aber ich... Du hast versprochen, meinen Anweisungen zu folgen. Weißt du noch, was ich sagte, als ich dir das hier gab? Vergiss sie einfach. Weißt du noch? Du sagtest, es sei ein Symbol. Für Familie. Es steht dafür, Teil von etwas viel Größerem zu sein. Reika, was geht hier vor? Jemand klopft an eine Tür, die sich nie öffnen sollte. Ah, die opfert sich. Denk daran, was ich dir sagte. Ja, die opfert sich. Ich bin immer bei dir. Die hat uns jetzt gelernt, gelehrt und jetzt opfert die sich. Reika! Hundertprozentig. Reika! Nett, dass du zu uns stößt. Was tust du hier, Vincent? Hast du die Society endlich in der Hand? Du weißt es nicht? Die Libya Society ist tot. Das musst du gespürt haben. Wir... sind die Aufsteiger. Du hast also gewonnen. Du hast eine Armee. All diesen Schnickschnack und unzählige Questoren als Handlanger. Aber das reicht dir nicht. Du bist dennoch hier. Und wofür? Ein kleines Quäntchen Macht. Du glaubst, darum geht es? Macht an mich zu reißen? Von allen Menschen solltest gerade du sehen können. Hier geht's um so viel mehr als nur um Macht. Was du sahst, hat dich verändert, Vincent. Ich kann es in deinen Augen sehen. Es hat sie mir geöffnet. Ach, du warst der Klügste von allen. Und doch verstehst du es nicht. Ich verstehe mehr, als dir klar ist. Der Zyklus beginnt aufs Neue. Unsere Welt liegt im Sterben. So immens wird das Leid sein, dass es die Fasern des Seins selbst zerreißt. Es gibt einen besseren Weg, Vincent. Und seit wie vielen Jahrtausenden scheitert er? Hm? Wie lange müssen wir ihn denn noch ertragen, den Hochmut der Neuen? Ich weiß, du verstehst mich. Ich weiß, du hast dir diese Frage oft selbst gestellt. Ich weiß, wer du bist. Dann weißt du, warum ich hier bin. Gewiss. Du bist hier, weil ich wusste, wie ich dich hierher bekomme. Also... wir können das einfach regeln. Oder... all dieses Potenzial verschwendet. Aber so läuft das wohl in der Welt. Also gut. Shit.
Lauf. Das gibt mir gerade König der Löwen-Vibes. Lauf und komm nie mehr wieder! Lauf! Oh, wir müssen jetzt mit der Grafik. Hey. Im Alleingang. Schließ das erste Kapitel ab. 1912. 4 Jahre später. Nordindien. Chanta. Gib mir ein Bier. Du stellst ziemlich viele neugierige Fragen, stimmt's? Über die Aufsteiger. Gehört, Vincent Lichter ist in der Stadt. Ist das so? Dann weißt du bestimmt auch, dass ich hier bin, um ihm neugieriges Gesindel wie dich vom Leib zu halten. Gibt's ein Problem? Kommt ganz drauf an. Ein Mann wie du, der vieles hört. Du könntest dir glatt Mittelsmann auf die Stirn tätowieren. Für wen arbeitest du? Ach, jetzt küssen wir sich. Er arbeitet für mich. Und wen haben wir denn hier? Jennifer von Wengerbert. Ich hab dich was gefragt. Du weißt wohl nicht, mit wem du es zu tun hast, oder? So. Ich switche mal auf, ja, schon gut. Besser wäre, wenn ich fokussiert hätte. Das ist ein Fehler. Die sind gnadenlos. Ganz am Anfang habe ich dir gesagt, dass ich hinter Vincent Lichter her bin. Das war der Deal. Rache ist kein Deal. Sieh ihn aus. Es ist gefährlich hier. Avi, wo ist Vincent? In irgendeinem Dschungeldorf. Gut. Und wie komme ich da hin? Die Aufsteiger lassen sich von den Fischern zu ihrem Lager schippern. Sprich mit Hako an den Docks. Er kann dich hinbringen. Wenn du gut zahlst, hält er vielleicht sogar die Klappe. Und wie erkenne ich Takur? Sein Boot heißt Mukti. Natürlich tut es das. Haruna! Diese Leute sind gefährlich. Ich habe schon oft mein Leben riskiert. Wo war da deine große Fürsorge? Dir können auch schlimmere Dinge passieren als nur der Tod. Oh, jetzt bin ich aber neugierig. So. Avi heißt er. Jetzt mal hier in irgendeiner Stadt. Ich finde, die Charakterdesigns sehen irgendwie komisch aus teilweise. Sehen sie sich ähnlich aus? Also, auf zu den Docks. Sehen echt komisch finden aus, wir Takur. Könnte ein Indie-Spiel sein. So von Charakter-Look. Warum sind hier so viele Leute? Verstehe ich nicht. Dass sie die ganze Straße besetzen. Das Spiel ist eher nicht so auf Open World, ne? Angelegt. Wie kommst du an dem Ding? Das ist auch eine echte Sprache, ich weiß gar nicht. Definitiv nicht von hier. Ich sollte aufpassen. Man weiß nie, wer auf der anderen Seite lauert. Ja.
Was ist nicht neu? Hier ist es doch. So. Faktor 4. Eine Sammlung ist das. 2, 3 und 4. Die haben alle bisher. Ah, das gibt dann am Ende ein Bild oder was? Ich bin Vincent so nah nicht, wie ne? seit vier ja. Jahren nicht mehr. Was Reika mir jetzt wohl sagen würde. Faktor 5 schon wieder. Dafür kommen sie aber echt oft, ne? Ich glaube, das Spiel geht auch nicht so lange, wie ich mir vermutet hatte. Ich glaube, es wird irgendwie 20 Stunden sein, irgendwie. Höchstens. Allerhöchstens. Achtung, Achtung! Es wurde gerade ein Angriff in einer Kneipe gemeldet. Haltet nach einer inneren Ausschau, die Armstulpen trägt. Sie muss eine Questorin sein. Versiegelt alle Sicherheitstüren und geht mit äußerster Vorsicht vor. Ja, super. Schlimme Sache mit dem Sturm. Aber der Gauss kannte die Risiken. Hä? Questorin! Schnappt sie! Mal sehen, ob diese Aufsteiger auch treffen, was sie nicht sehen. Jetzt entkommst du nicht mehr! Raus da! Ja, das ist groß. Da komme ich nicht rein. Nur was grün ist, glaube ich, komme ich rein. Kennt man ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich sehe sie! Im Glas! Hat er mich geopfert. Geil. Sollte ich die Tür entriegeln können. Jetzt geht das auf? Was ist das denn für ein Bullshit? Wie lange sind was diese Aufsteiger die Gegner besiegen schon muss damit? Sie packen zusammen. Wenn man weiterkommt. Was muss das 6 sein? Halt mal so. Hat irgendwie Spaß. So, mal weiter. Die Straßen hier sind völlig verlassen. Diese futuristische Sachen eingebaut hat, obwohl hier alles ja altbaumäßig ist, ne? Ich finde, die Stadt sieht irgendwie besser aus als die Charaktere. Kann das sein? Das auch hier. Ich muss die Sequestorin stoppen! So, 7 haben wir auch. Und da hinten war irgendwas. Ja. Geil. Also, wie heißen die Dinger nochmal? Anomalie. Zum Gnosi-Punkt. Noch was hier? Was ja. Wie dieses bei Assassin's Creed dieses Flüstern. Diese Adlerauge. Hey, hier kam ich noch her. Hey? Ja, hier weiter, ne? Direkt hier hinter, ne? In den letzten Jahren ist nicht direkt.